Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag. Ja, es geht Richtung Wochenende. Je nachdem, wann ihr das hier anschaut. Jetzt auf jeden Fall. Und um da ganz gemütlich reinzukommen, starten wir mit einer kleinen Runde Hogwarts. Wir haben jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen weiterkommen hier. Ich hoffe, ihr habt Lust. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Und dann gehen wir auch direkt mal hier rein. Ja, wo haben wir das letzte Mal aufgehört? Gute Frage, ich muss gerade selber schauen. Ich glaube, wir haben versucht, ein bisschen Progress zu machen, den einen oder anderen Zauber, genau. Wingardium Leviosa haben wir erlernt. Und haben dafür hier ein bisschen die Nebenquests mitgemacht. Ich wollte schon wieder Tab drücken. Natürlich, sobald ich Tab drücke, habe ich natürlich wieder versagt, weil ab dem Moment schmeiße ich hier in dem Fall die Alraune. Sollte ich vielleicht ändern, die war recht teuer. Genau. So. Schauen wir mal, welche Quest wir jetzt in Ruhe starten wollen. Ich hoffe, die Technik hält mit. Wir werden es sehen. Wenn nicht, starten wir einfach neu. So. Ein Fokustrank. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal diese Nebenaufgabe. Ansonsten, was haben wir denn hier noch? Drei Unsichtbarkeitstränke, Hausmarken sammeln, das läuft eh nebenzu. Und hier können wir noch was abgeben. Wo müssen wir denn dafür hinkommen? Oh. Mitten in Hogsmeade. Ach, das machen wir doch direkt. Gleich was raus aus dem Buch, das ist doch das Beste. Alles, was aus dem Questlog draußen ist, ist gut. Erinnere ich mich noch an WoW-Zeiten, wo das Questlog permanent überfüllt war und man nichts mehr annehmen konnte. Ach, waren das noch Zeiten. Auf geht's nach Hogsmeade. So. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um, was es hier so Schönes gibt. Direkt ein Frameraten-Einbruch, so muss das sein. Rivelio. So, hier können wir das abgeben. Na, hoffen wir mal, dass sich das mit der Framerate gleich wieder einkriegt. Schauen wir mal kurz in den Optionen, aber mir ist nicht bekannt, dass ich was geändert hätte. Soll nichts heißen. Das eine oder andere Update ist mit Sicherheit immer. Natürlich. Sagt doch das eine oder andere